Hallo und herzlich willkommen zu wieder unser erstes auf gerade noch Fisch Marsch von der Ersten TV. Ich bin ganz fleißig dabei gewesen, alle CP-Fahrer wieder einzubestellen. Hat auch so gut wie gemacht. Den schicken wir jetzt hier los. Dann heißt, sind wir jetzt auch schon einmal durch. Der wird noch stehen. Ich will den nochmal einstellen. Müssen jetzt noch das Weltdüsen und. Fällt da jetzt nochmal 80 mal Gülle drauf. Das ist ja auch nicht eine Sache. Da kann ich mir sagen, dass stehen bleiben, wie ja lustig ist. Ich interessiert das will nicht. Ich muss sagen, ich habe so ein Kratzen den ganzen Tag jetzt schon im Hals. Ja, ich muss in mir gucken. Wenn es besser wird, dann muss ich halt immer ein, zwei Folgen mal nicht aufnehmen. Aber dafür nehme ich ja meistens immer zwei Folgen auf, dass man so eine Stelle, wo ich nicht aufnehmen kann, überbrücken kann. Das ist halt dann die richtige Worte. Ich hatte jetzt für mich in Corona-Zeiten das allererste Mal Homeschooling. Und viele beschweren sich, das wird Homeschooling, bla bla bla. Das haben wir schon scheiße ist, aber ich finde es eigentlich voll cool, außer dass man unseren Lehrer nicht versteht wegen seinem guten Mikrofon. Und das andere ist, wir hätten eine halbe Stunde Homeschooling gehabt. Dann meinte er, ja, ich mache jetzt hier 3-4 Arbeitsblätter und wir hätten wir dann eh nicht gemacht und dann war es das so. Okay. Dann heißt es aber für uns, also für die Schüler, sag ich jetzt mal, dass wir nichts machen. Ich habe cool, wir haben 4 Arbeitsblätter bekommen. Das war jetzt ein bisschen aufwendiger. Wir waren für 2 Stunden maximal durch. Ja, als Blätter. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ist halt so. Ist nicht so wichtig. Ich stelle nicht kurz vor der Zwischenprüfung. Aber ist nicht so schlimm. So, So, wir dann hier. Oh, 80.000 Dinger. Oh, okay. Da werden wir mehr. Na ja, gut. Dann Düse bitte einfach also freiweisen. So. Alter, der Elke ist auch wieder bald leer. Katastrophe. So. Sehr schön. Die Fuhre Wasser. Okay. Ich habe schon mehrmals gesagt, Elke finde ich mir geil. Den. Klar, der ist ganz simpel als sie, also wenn man sprechen. Nicht allzu voll. Toll, wie zum Beispiel liebe Shake Gamers war es, ob auf Bergbahn mit dem RP-Projekt. Aber wenn man kein RP-Projekt machen will, so wie ich. So, jetzt nicht sagen wir so. Vielleicht ihn dann mal, keine Ahnung. Dann ist es vollkommen cool. Also die meisten Mods, die jetzt in Eisenhunzen draußen sind, ist einfach mehr cool. Da kannst du nichts mehr sagen. Die meisten, nicht alle, weil die paar fallen noch aus der Reihe raus, aber gut. Wir wollten immer noch, hab ich auch noch vergessen, den Anhänger verkaufen und einen größeren holen. Produktionsmodus, hat er einen anderen Kupfer? Ja, hatte das sogar. Okay, dann. Ich steck's jetzt fest in dem MN oder was?
Okay, steck's. So. Das ist wieder leer. Da. Muss mal gucken, welchen wir jetzt können wir kaufen. Ach, ich muss ein bisschen meine Stimme schon. Das ist nicht angenehm, wenn man redet. Aber gut. Hilft nichts. 2 Stunden mal rumgekommen. Ich mich quäle für euch. Müssen wir aufpassen, er musste übers annehmen wollen. Betätigt sein, nicht über die K80 oder so. Dass er nur der Titel ausziehen könnte. Ein Problem werde ich jetzt haben. Alles gar kein Problem. Du wirst an der Ecke hängen bleiben, wo der MLN, der große MLN auch hängen bleibt. Aber ja, gut. Ist ja jetzt nicht allzu dramatisch. Dann helfen wir dem mal kurz aus dem Lager raus und dann lebt das ja wieder. Ja, ich weiß, dass du auch gedankt werden musst. Sollst. Ja. Wer Chaospunkte. Rasen zum Hof. Sehr schön. Fahrzeug ist da. Okay, wir müssen uns wieder einen Überblick schaffen. Ich weiß, ich muss es immer wieder machen. So. Okay. Da kann man nichts verbauen fahren. Da kann man auch nichts verbauen. Da kann man auch nichts machen. Gut. Die könnte man jetzt umlagern. Hier wird auch nicht viel drin sein, 3 Paletten, die kannst du da sonst wohl machen. Machen wir mal das mal wieder aus. Aber ist auch noch eine Kleinigkeit, ich kann, muss jetzt schließlich wieder ein bisschen ausruhen. Ist aber so schlecht. Ja gut. Dauert noch ein bisschen. So. Ich glaube, wir können jetzt beim Seewerk die paar Bretterpaletten leer ausstellen. Dass er nur Leerpaletten macht und USB-Paletten und Spanplatten. Spanplatten müssen wir sein, oder? Ich glaube schon. Wenn er jetzt auch was sparen, aber es gibt mir groß, das rundum um das Feld zu kaufen. War jetzt so der Plan, vielleicht kaufen wir noch 1, 2 kleine Produktionen, wo wir jetzt vor ein paar Folgen schon rausgeschrieben hatten. Alles müssen wir mal schauen. So, er bleibt im Eind. So, weiter bleibt. So. Der kommt. Alles klar, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich will jetzt. Nein, das Problem ist. Wie viel Strom, ne? Ja, gut. Gucken wir schon in die nächste Kurve. So, von daher, das wird schon gut gehen. Wir werden jetzt auch, das wird auch vermutlich jetzt für das erste, die letzte Kurve sein. Dann müssen wir noch ein gutes Stück vorspulen.
Und ja. So. Dann kaufen wir den kleinen Kapuschen, da der kann weg. Guck mal hier, war denn hier schön. Gut. Das finde ich aber. Halt raus, mal der Sonne. Come on. Der Senator, nimm den. Weg, Welt. Oh, ist das wieder mal. So. So Kleinigkeiten da. Fahren wir jetzt eine Fuhre Dings verkaufen, dann hat sich das dann wieder erledigt. Fahren wir jetzt eine Fuhre Milch verkaufen, dann. So, so. Also können wir wieder weitermachen. Will ich das auch so behaupten. Sehr schön. Kannst du da runterdüsen zur Molkerei? Die bist ja jetzt auch schon auf Flug gefahren, glaube ich. So. Tschüss, wenn wir schon mal hier unten ist, können wir gleich ein bisschen Hackschnitzel und sowas mitnehmen. Also jetzt kann ich wirklich ein paar Paletten nicht machen, das ist gar kein Problem, glaube ich. Ne, Donald K. wird jetzt nicht mehr werden. Ja, knapp. Naja. Ein paar Felder haben wir noch. Ein Feld haben wir noch mit Stroh. Jetzt haben wir ein paar, aber. Hoppala. Bisschen hier rein. Zuckerdistel. Ja, wird es schon gleich schön lösen. Ja. Hoffentlich. Na. Stecke dann fest, bitteschön. Schon beim Turm oder da immer entschieden wird. Der andere. So, wieder auf der Karte, weil sonst kann man so verstecken nicht. So, da, Verkaufspunkte. Molkerei. Hoppa. Ja, schon, wir haben wieder unsere 300 Karte zusammen. Und Räumchen. So. Können wir den wieder umstellen. Und
13, wie viel Weizen haben wir denn? Ja, ein bisschen noch. Ja, dann, also, aber sagen jetzt, weiß ich mal, was du nicht wollte. Was beschwerst du dich denn alles? Oh. Wer will denn das? Das Turm. So. Mehr Erkschlüssel haben wir dann nicht. Sehr so. So. Hoppala. So, haben wir ab im Graben, was sind die Raben? Ja, haben wir dann irgendeinen Schlepper? Weißt du was? Komm. Mit dir wollte ich was, du gerade anfangen kannst. Dann, also bitte mal aus dem Händler. Und holst uns noch einen Anhänger dann schon mal ab. Das kannst du machen. Was ist denn die Phase? So. Kurz und um. Oh, genau. Cool, der Drescher wird dann in der nächsten Folge fertig. Ein Träumchen. Oh. Halt, halt, halt. Boah, das war der hier. Also gibt es noch ein ganz großes Malheur. Sehr schön. So. Hallo. Hallo. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem neu erworbenen, in Anführungsstrichen, Feld? Wie weit ist denn das jetzt frei? Ich muss eigentlich, achso, ja. Ich kann gerade fragen, wo ist eigentlich die Spritze, aber ja gut. So. Und du bist da, das freut mich sehr. Ich muss jetzt halt nochmal probieren mit Förderbändern. Oh Gott. So, oh, alter Leute. Alter Leute, das habe ich gefühlt. So. Aha. Perfekt. Wenn du jetzt noch reinkippst, dann bin ich happy. Perfekt. Genau. So. Dich wollte ich haben. Dich mal zuerst mal tanken. Und dann kannst du schon mal das Feld 2 probieren. Aber es ist ein leichtes Chaos, dann wird, wenn da jetzt 40 PV raus und dann muss ich gerade nachzählen. Also das geht schon. So, indem du jetzt voll tankst, also Tankstelle leer machst,
noch Bild 14, na, so eine 12. Doch, stellenweise. Hä? Stellenweise ist ein Reif, ist sehr schön. Okay. So. Na ja, gut. So. Und Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, schaut für spätestens morgen wieder vorbei. Zur neuen Folge noch viel Spaß mit Nasen TV. Und ja, bleiben wir gesund und nicht vergessen, schönen Tag, bis dann, ciao.